Hallo meine Lieben, hier bin ich jetzt wieder, die Susanne von Pollenhutart und heute mal wieder mit einem kleinen Zwischenprojekt. Und zwar ist das nächste Wanderheft bei mir angekommen. Das sieht heute so aus und ich werde da drinnen eine Seite gestalten. Das gehört der Angie oder Angie, weiß nicht wie es sich ausspricht. Und ich habe da jetzt schon vorbereitet, ich habe wieder zwei Seiten zusammengeklebt, damit da nichts durchgeht. Ich weiß ja noch nicht so richtig, was ich vorhab. Aber da Herbst ist, habe ich mir dieses Bild aus einer Zeitschrift rausgeschnitten. Da oben so ein bisschen fassig hat. Und da habe ich mir überlegt, das wird ganz gut kommen, wenn ich das auf der Seite festmache. Und da drüber schneide ich das dann ab. Da. Richtig abschneiden kann. Hinten ist auch schön, was da hinten drauf ist. Das ist eine ganz tolle Zeitschrift, die heißt Blumen. Der ich mir. Oh, jetzt sehe ich das Bleistiftstrich nicht, da ist so was Blödes. Naja. Wie sage ich immer, Auge zu und durch. Also, machen wir Auge zu und durch. Ja, diese Zeitschrift ist echt toll. Habe sie mir das erste Mal gekauft und bin total begeistert. Genau. Prima. Ich schneide da unten das noch ein bisschen. Da steht nämlich die Zeitschrift dran. Das schneiden wir noch ab. Naja, jetzt kleben wir das gerade dahin. Ich finde, es sieht ganz schön aus mit diesem Kontrast von den, ja, von diesem Papier dahinter. So, bin mir da super vorbereitet. Eieiei, haben wir da irgendwas mit drunter machen können, bestimmt. Mit dem Kleben, ne? So, also ich arbeite gern mit dem Klebestift. Das ist einfach eine einfache Sache. Es geht schnell und man kann sogar noch mal ein bisschen korrigieren, wenn man das möchte. So, und jetzt probieren wir das zu treffen, da die Ecke. Und den Rand. Und es geht so. Und dann habe ich mir überlegt, also jetzt haben wir mal das da übrig. Das war ja da drüben dran, das. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Überlege ich mal noch. Aber im Herbst zum Beispiel, ich finde, was man auch mal in so einem Wanderheft machen kann, das ist zum Beispiel ein kleines Rezept. Und das ist ein Rezept, das stand in der Zeitschrift drin. Und das habe ich einfach abgeschrieben, wie das geht. So sieht es aus, ein gefüllter Kürbis. Und das würde ich eher gern hier reinbringen. Jetzt ist nur mein Zettel hier ziemlich groß. Jetzt muss ich mir da was überlegen. Jetzt machen wir da irgendeine Tasche hin, wo wir das dann irgendwie da einstecken können. Und wenn man so eine Tasche oder sowas macht, wo man dann was dahinter stecken kann, das muss ein bisschen stabiler sein. Jetzt kruschel ich da gerade mal rum, was um mich rumliegt. Ihr wisst ja, ich schaffe ja gerade an meinem nächste Junk Journal, da habe ich ja immer irgendwelche Papiere rumfahren. Das ist schon ein bisschen, na das, oder? Da ist das. Das ist übrigens so ein Dekopapier, das habe ich einfach bemalt mit Brusho-Farbe und was war's noch, ich glaube Aquarellfarbe oder sowas. Doch, so schlecht ist es gar nicht. So ein bisschen Glitzer, warum nicht? So, also ich würde mal sagen, ich schneide mir da was zurecht. Okay, jetzt überlege ich mal, ob ich das noch irgendwie kombinieren kann. Ich schneide da mal was aus und überlege ich hinterher. Da machen wir auch irgend so eine organische Form, würde ich mal jetzt so sagen.
Das meine ich, so schlecht ist es gar nicht. Ich denke, das geht. So, das heißt, wir kleben das da außen hin. Ich weiß nicht, wann die Angie das Heft zurückbekommt. Das geht ja jetzt zu 12 Frauen. Und jede Frau macht was. Also ich glaube, das ist Monate unterwegs. Aber das ist egal. Irgendwann ist wieder Herbst und vielleicht erinnert sie sich und probiert sie mal das Rezept aus. Ich werde mir auch noch ein Foto machen, dass ich es auch noch habe. Und dann ja. So, das kommt hier hin und das klebe ich jetzt nur so fest und das mache ich jetzt aber mit doppelseitigem Klebeband, dass das gut hält. Und ich liebe diese Farbe im Herbst. Also Herbst und Frühling sind meine liebste Jahreszeit, muss ich sagen. Also das ist alles einfach toll. So. Passen wir da auf. Beim Kleber, das klebt wie die Hölle. Wenn es dran ist, ist es dran. So. Können wir Täschle gemacht. Also ich hoffe mal, das funktioniert. Also mit irgendwas Normalem da einstecken. Jawohl, das geht natürlich. So. Was könnte man noch machen? Jetzt müssen wir uns mal um das Rezept da kümmern. Ja, und das sieht da jetzt ein bisschen langweilig aus. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, die Breite, breiter dürfte es nicht sein. Jetzt knicken wir mal einfach in der Gegend rum. Keine Ahnung, das ist jetzt mal wieder ohne Plan. Aber ich könnte jetzt sagen, ich habe es so gewollt. Aber das ist jetzt nicht wirklich. Ja, ist jetzt blöd. Ich möchte nicht, dass sie gleich sieht, um was es da geht. Das ist glaube ich immer noch zu breit, oder? Ja, das ist zu breit. Das müssen wir schmäler machen. Kürbisle, du machst mir gerade ein bisschen Sorge. Und beim Kerl liegt es. Kann ich den abschneiden? Kann ich den abschneiden? Wie sieht es dann aus? Schneiden ab. Auge zu und durch. Ihr Google weg. Oder schneide ich den jetzt ab? Das ist ein bisschen blöd. Aber das ist zu breit. Sie muss ja nur in etwas sehen, wie es aussieht. Uiuiui. Und tschüss. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ist er abgeschnitten. Okay. Es ist trotzdem noch ein Kürbis und fertig. So, dann ist das jetzt mal unser Maß, würde ich sagen. Jetzt probieren wir den Rest so hinzuknicken, dass das irgendwie da dahinter verschwindet. So. Okay, vielleicht so. Naja, wie würde ich jetzt sagen, nicht schön, aber selten. Aber irgendwie ist es ein bisschen langweilig. Was könnte man denn noch nur machen? Irgendwie, das gucken wir gerade mal, was wir da noch irgendwie machen können. So ein bisschen Washi-Tape oder so, das kommt ja immer gut. Muss ich halt mal gucken. Mhm. Nicht so einfach. Je mehr man hat, desto schwieriger wird es. Finde er das nicht auch? Vielleicht stempeln. Das ist ganz nett. Ich habe hier diesen ganz alten Stempel mit dem A. Und das hier. Angie heißt, können wir mal den irgendwo hinstempeln. Vielleicht in grün. Das dauert ganz lang auf so transparentem Papier, bis das trocknet. Aber macht ja nichts. Okay.
geht so. Nochmal. Das ist jetzt ein guter Abdruck. Könnte man jetzt noch etwas machen, dass es zu bleibt. Upsa, 01. So. Und wenn ich jetzt das hier hin mache, ist das so ein bisschen wie ein Verschluss vielleicht. Genau. Ja, das ist nicht schlecht. Und ein bisschen braun machen außenrum, dass es ein bisschen an Kontrast gibt. Da schnick's mal drauf. Und das ganze Zettel können wir auch so ein bisschen einen Rand geben. Eine Kante. Muss ins Klebeband danach. Nicht schlecht, machen wir es so hin. Dann machen wir vielleicht die zwei übereinander. Dann hat es ein bisschen mehr Stabilität. Den Überschuss, den schneiden wir weg. Und jetzt tun wir das mal dahin kleben. Ich hoffe, ich klebe es jetzt nicht zu. Das wäre ein bisschen dumm. Ich klebe es jetzt genau unten auf dem Punkt, dass es da unten wie so zwei Flügel hat. So. Jetzt ist das quasi wie so eine zum Auf- und Zuschließen. So, was könnte man da denn noch machen? Da könnte man meine Öse reinhauen. Warum nicht? Mit meinem Lieblingsspielzeug, dem Krokodil. Oh, liebe ich das. Jedes Mal hocke ich davor und denke, wie geht's jetzt nochmal? Also mit der großen Öse mache ich ein Loch rein. Zack, das ist ja noch der einfache Part. Jetzt suchen wir uns da so ein Teil da aus. Nehmen wir heute mal eins aus Kupfer. Farbig, das passt zum Herbst, würde ich mal sagen. Ihr seht schon, das Chaos bricht wieder aus. Also die schöne Seite, die ich sehen will, kommt nach oben. Und genauso lassen wir es auch, dass das immer in den Himmel guckt. Und dann kommen wir wieder mit eurem Krokodil und da unten hat es den Zapfer. Und das müssen wir jetzt einfach da quasi die Öse da über den Zapfer bringen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Kamera. Und zudrücken. Wenn das jetzt wieder passiert, wie das letzte Mal, dass sich das Ding nicht löst. Leute, ich kriege jetzt dann zu viel mit dem Ding. Jetzt, ach, Gott sei Dank. Okay, wieder nicht gut. Ist wieder zu scharf, kann ich. Herrgott, Margot, was ist denn da los? Drehen wir halt mal. Nee, das war schon richtig. Ah, ist vielleicht heißt verkehrt rumgehoben. Das kann natürlich sein. Okay. Probieren wir so, der Zapfer ist jetzt oben. Achtung, neuer Versuch. Ah, jetzt hat es sich anders angefühlt. Ich könnte es ja mal aufschreiben. Jetzt ist es besser. Es ist noch ein bisschen rau, aber das geht. Ich haue es nochmal rein. Habe ich jetzt da was gedreht? Ne, ich glaube, das war so richtig. Also Ärger drücken kann ich nicht. So, jetzt geht es nicht mehr auf. Jetzt eine Sperre. Irgendwo hat es eine Sperre. Es hatte Sperre. Oh mein Gott.
Heute lernen wir wieder dazu fürs Leben. Es hat eine Sperre und die habe ich gerade reingekauft. Auch nicht schlecht. Susannchen, Susannchen, so. Na, jetzt machen wir dann natürlich nur irgendein Ipstro, weil nämlich so sieht es jetzt auch langweilig aus. Irgendein Fädele oder ein Schleifle oder irgendwas. Ja. Bimmelbummel. Gucken wir mal aus dem Schublädle, was da rauskommt. Meine goldene Sache. Stört euch ein Blatt. Blatt für den Herbst ist schon mal nicht schlecht. Und wo machen wir es dran? Bratengarn vom Edeka. Ich glaube, mit dem geht's. Ich habe doch da solche kleine Elemente da letztens gemacht aus den, ihr wisst, aus den alten Aufkleber, wo ich da hatte. Jetzt hoffe ich, dass ich bei euch drankomme. Ja, es geht. Da, die da. Sowas könnte man auch noch dran machen. Sowas Grünes. Vielleicht und noch ein Gegenpart dazu. Na, da schnummelt sowas. Das da. Die zwei nehmen wir mal. Das tun wir mal. Das Schnürle mal da durchstecken. Ich mache da oben mal einfach einen Knoten hin, oder? Vielleicht machen wir einen Doppelknoten und eine Schleife. Gucken wir mal. Und an dem Schleifle hängen dann diese Sache drin. Und dann hängen wir ans andere Ende einfach diese Deko-Elemente dran und den Faden dazwischen. Da gibt es ein Video, wie ich die gemacht habe. Aber ich glaube, wenn ihr meinen Kanal kennt, dann kennt ihr das schon. Eben wenn ihr so alte Aufkleber habt, die keiner mehr braucht, dann können wir solche kleine Dinger da machen. Und die kann man überall wieder hinhängen und benutzen. Und dann habt ihr so ganz günstig so ein Deko-Element selber gemacht. Hat sonst auch keiner, zumindest mal nicht genauso wie ihr das habt. Und irgendwo ist wieder so ein kleiner Hingucker. So. Das darf hier wohnen. Wir müssen immer mal so ein bisschen von weitem eure Seite angucken. Was man noch machen könnte oder so. Da unten könnte man vielleicht auch noch irgendwas machen. Das, ich weiß jetzt nicht, ob man da was mitmachen. Ich reiße es mal raus. Das können wir auch mit doppelseitigem Klebeband festmachen, so ein transparentes Papier. Einfach ein bisschen persönlicher. Da kann man auch noch irgend sowas. Einfach so ein bisschen Layering da machen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da können wir einfach, was euch so am Schreibtisch rumliegt. Das machen wir da hin.
ich lege das jetzt erstmal hin, weil ich will das jetzt erstmal selber sehen, wie das rauskommt. Wie dünn das Papier ist, das ist unglaublich. Okay. Und da gehe ich jetzt geschwind an die Nähmaschine, nähe das unten mal zusammen und dann klebe ich es dann dahin. So, da lag noch so ein Stück Spitze rum, habe ich das auch noch dahin gemacht. So, dahin reißen wir ein bisschen weiter ab. Und die sind auch noch offen, ich finde, das macht nichts. Und das machen wir jetzt hier fest. Ich würde sagen, das war's. Mehr mache ich heute nicht. Das ist eine Seite. Ich schreibe noch irgendwie was auf eine Kärtle, das stecke ich da noch mit rein, bevor es dann weggeht. Aber ich finde, das ist eine schöne Seite jetzt für den Herbst. Und ja, und auch der Kontrast mit dem Weiß und mit dem frischen Grün und dem Orange, das gefällt mir ganz gut. So, das war's. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Tschüss.